Es ist aber gut, meine Damen und Herren, dass 2017 mit der AfD eine konservative, familienfreundliche Opposition in dieses Parlament eingezogen ist. Ja, und da mögen Sie lachen. Wir haben in diesem Hause nämlich für die tatsächlich einzige notwendige Stoßlüftung der letzten Jahrzehnte gesorgt. Wir haben den alten Mief zerblasen, der Kungelei und der Selbstbeweihräucherung, der hier von Kommunisten bis Union und FDP mit frischem patriotischen Wind durch uns gelüftet wurde, meine Damen und Herren. Die AfD steht heute als einzige Partei fest an der Seite von Familien. Wir stehen an der Seite der fleißigen, der mutigen Bürger, der Rechtschaffenden in diesem Land.